1981 erscheint der Codex Serafinianus, die Enzyklopädie einer fiktiven Welt mit geheimnisvollen Zeichnungen und einer Fantasiesprache. Das Buch wird Kult. Federico Fellini, Roland Barthes und Tim Burton beziehen sich darauf. Andere versuchen seit 40 Jahren, es zu entschlüsseln. Was verbirgt sich hinter den 300 Tafeln dieser frei erfundenen Zivilisation? Warum ist die Welt des Codex faszinierender als unsere? Um das Geheimnis des Codex Serafinianus zu lüften, geht es nach Rom. Hier, nahe des Pantheon, wurde Luigi Serafini, der Autor dieses rätselhaften Buches, geboren. Hier lebt und arbeitet er. Rom ist, um eine lateinische Redewendung zu verwenden, Alma Mater, die gütige Mutter. Ich hatte das große Glück, an einem Ort aufzuwachsen, der die Fantasie anregt. Das hat mich inspiriert. Rom hat Luigi Serafini inspiriert. Doch die Geschichte um den Codex Serafinianus beginnt woanders. Mit Anfang 20 geht er nach seinem Architekturstudium nach Amerika und erlebt dort in den 70ern die Anfänge des digitalen Zeitalters. Damals entstand das Internet, ein weltweites Hyperkommunikationssystem. Bei meiner Rückkehr nach Italien hatte ich weiß nicht genau warum, das Bedürfnis, eine Enzyklopädie zu erstellen, die meine Welt repräsentiert. Zurück in Rom verspürt Luigi Serafini auch das Bedürfnis zu kommunizieren. Er schließt sich 2,5 Jahre lang ein und entwickelt sein eigenes Internet, den Codex Serafinianus. Eine nicht-narrative Enzyklopädie, die eine imaginäre Welt aus Zeichen und Zeichnungen beschreibt. Luigi Serafini versucht, die Fantasie mit Illustrationen anzuregen, auf denen löchrige Regenbögen neben bunten Insekten zu sehen sind. Aber was steckt dahinter? Ich kam von Mikroorganismen über komplexere Organismen bis hin zu humanoiden Formen. Doch tatsächlich war das erste Bild, das mir in den Sinn kam, das eines Cyborgs. Also eine Kreatur, die halb mechanisch und halb menschlich ist. Die Bilder werden von Texten in einer unverständlichen Sprache begleitet. Was hat es damit auf sich, Luigi? Die Schrift des Codex entspricht, graphologisch gesehen, meiner Art zu fühlen. Mit Kurven, bestimmten Wiederholungen und Rhythmen. Aber es bedeutet absolut gar nichts. Ach so. Doch obwohl das alles nichts zu bedeuten hat, ist der Codex keinesfalls bedeutungslos. Die hochtechnisierte und wirtschaftlich orientierte Welt schränkt uns in unserer Freiheit ein und beengt unseren Zugang zur Realität. Das, was über die Realität hinausgeht, also der Surrealismus, ist deshalb zu einem überlebenswichtigen Element geworden. Seine Freiheit findet Luigi in seinen Leidenschaften. Denn sein Codex hat eine lange Geschichte. Neben den Etruskern, die er für die Begründer der modernen Welt hält, oder Marcel Proust, den er im Codex zitiert, hat ihn auch Raymond Roussel stark inspiriert. Auch die Surrealisten liebten ihn. Und ein Satz aus seinem Roman Locus Solus von 1914 inspirierte Luigi zu einer Zeichnung eines pfauenähnlichen Wesens. Der Bereich des Schwanzes, eine Art kräftiges Knorpelgerüst, erhob sich zunächst senkrecht, verbreiterte sich dann im oberen Bereich nach vorne, sodass über dem Vogel ein regelrechter horizontaler Baldachin entstand. Luigi Serafini lässt sich inspirieren und inspiriert. Sein Fanclub ist so vielfältig wie seine Vorlieben. Regisseur Federico Fellini bat ihn, das Plakat für seinen letzten Film La Voce della Luna zu entwerfen. Der Semiologe Roland Barthes war vom Zeichensystem des Codex begeistert und sollte das Vorwort für die erste Ausgabe schreiben. Doch dann starb er davor. Und der Choreograf Philippe de Coufflet
holte sich die Inspiration für seine Stücke Codex, Decodex und Tricodex. Freut es dich, dass dein Codex so viele Künstler nährt, Luigi? Ich bin kein Sternekoch. Aber gut zu kochen, um anderen etwas Gutes anzubieten, das bereitet Freude. Wie in einem Restaurant. Eigentlich ist der Codex ein Restaurant.